oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüße und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer App für Android. Ich nehme, glaube ich, an, dass es sie auch für iOS gibt. Die Rede ist von Calm, Meditation und Schlaf. Größe, aktuelle Versionsnummer, erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät. In-App-Käufe 77 Cent bis 349,99 pro Artikel und bei 194.799 Gesamtbewertung eine Durchschnitt-Sternebewertung von 4,3 von 5 Sternen. Wie bin ich auf die App gestoßen? Ganz einfach. Ich hatte damit schon mal beim iOS Today, iPhone Today, iPad Today, ach Gott, naja, dieser Twit-Podcast, Calm war da mal der Sponsor oder so, da habe ich das erste Mal davon gehört. Neulich habe ich gesehen, dass es ein Jahresabo gratis gibt. Und deswegen bin ich nochmal wieder auf Calm gestoßen und eigentlich, glaube ich, ist das keine App für mich, aber für ein kostenloses Jahresabo kann man doch die App auch mal ausprobieren, finde ich. Ich nehme einfach mal an, dass es das kostenlose Jahresabo nicht mehr gibt bei Veröffentlichung dieser Folge. Calm ist die Nummer 1 bei Apps für Meditation und besseren Schlaf. Gehöre zu den Millionen Menschen, die mit unseren angeleiteten Meditationen, Geschichten zum Einschlafen, unseren Atemprogrammen, Masterklassen und unserer entspannten Musik bereits ihren Stress und ihre Ängste reduzieren und erholsamer schlafen können. Calm ist die perfekte Meditations-App für Einsteiger. Es werden angeleitete Meditationssitzungen mit einer Länge von 3, 15, 15, 20 oder 25 Minuten angeboten. Hier sind einige Themen von diesen Sitzungen. Erholsamer Schlaf, Beziehung, Körperwahrnehmung, Freundlichkeit, Gehmeditation, Entspannung für Kinder und so weiter und so fort. Und das gibt es auch noch jeden Tag eine neue Übung zur täglichen Gelassenheit. 7-Tage-Programm für Einsteiger und Fortgeschrittene. Nutze Atemübung, offene Meditation mit über 30 entspannten Naturgeräuschen und Szenen, die du in der Meditation beim Yoga oder beim Einschlafen nutzen kannst. Und so weiter und so fort. Die App ist richtig, richtig schön. Richtig, richtig gut. Hat auch so Einschlafgeschichten und so, sehr nett. Kostet natürlich auch einiges. Ich weiß gar nicht, was das Jahresabo kostet, ob das 350 tatsächlich kostet oder so. Aber ich meine, selbst sagen wir 350, 365 Tage hat das Jahr. Wenn diese App einem jetzt wirklich, wirklich helfen sollte, besser zu schlafen, sich zu entspannen etc., dann ist natürlich, wenn man das umrechnet, weniger als 1 Euro pro Tag im Jahr auch angemessen, könnte man sagen. Ansonsten muss man sich die App einfach mal anschauen. Ich finde, den ersten Eindruck, den ich so machen konnte, mit dem kostenlosen Jahresabo, finde ich sehr nett. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.